So, wir machen weiter bei Trackmania. Die Strecken von Fritz Feldmann und Maus raus. Und King of the Hill. Ach, und. Ja, ich bin der King, hallo. Und er dachte, der Woken. Da habe ich gerade King of the Hill gelesen und da war schon wieder. Ah, jetzt muss ich gucken, wo die sind. Okay, immer bei den Türmen. Ja, okay, das wird einfach. Gut. Sagte er. Also einfach im Sinne von zu wissen, wo sie sind. Nicht zwingend hinzukommen, aber. Oh mein Gott. Okay, man sieht gar nichts mehr. Hilfe. Sehen wird überbewertet. Ja, ich merke das schon. Hier jetzt mit der 7 fahren wäre auch interessant. Ich glaube, du findest dich nicht. Das aber würde auch gehen, wenn du die Grafikerstellung höher hättest und die Scheinwerfer an sind. Wo ist die? Weil die kann man mit der Kamera aber dann ziemlich einfach sehen. Ah, okay. Aber hier kann man den Berg schön hochfahren, das ist cool. Ja, das ist ein Panzer, der fräst sich überall hoch. Ja, nur nicht bei Eis. Ja gut, aber Eis ist ja auch ein spezielles Teil, was extra dafür gemacht wurde, dass wir da nicht. So, Checkpoint 1. Wo sind die nächsten? Da drüben sein. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Ziel gewesen? Ich glaube, das Ziel war auf dem anderen Berg dann. Ja. Das heißt, ich fahre erstmal hier rüber jetzt. Ach, scheißen Dreck. Ja. Das ist voll verhacken. Mich hier einfach überholen. Was? Klar kann ich das. Jetzt aber los hier. Zwei. Und da drüben ist dann der andere. Okay. Au! Das tut doch weh. Au. Nein. Blöder Wagen. Deswegen so schön unrealistisch, mit dem kann ich umgehen. Ach, Fritz, wolltest du lieber deinen Lieblingswagen, also die Coastwagen hier fahren? Nee. Ach so, das was ein Fritz gemeint, ich bin. Also ich kann damit, glaube ich, besser um. Vielleicht ein Stück. Was, hier durch? Ja, durch den Wald, die Berge hoch, kein Problem mit dem Wagen. Ja. Sicher. Liegt Tanzapfen auf dem Boden, hängt er sich auf. Der ist vor allem viel zu fett hier für den Wald. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Fuck. Ja, fahr da mal weiter und such mal den Eingang. Hier? Ja. Ich mach mir gleich einfach einen Eingang hier hoch. Nee, das haut nicht. Nee, das schaffst du nicht. Schade, schade. Aha. Falsche Seite rumgefahren. Richtig. Ja, dann doch lieber den Coastwagen, oder? Komm schon. Die letzten Meter. So. Hervorragend. Ach, da. Dann bin ich da sogar dran vorbeigefahren. Sehr gut. Richtig. So kann man auch Strecken verlieren. Noch 15 Sekunden, du schaffst es. Vielleicht. Ach nö, nicht noch so eine Steigung. Wird knapp. Na doch, haut hin, haut hin. Nicht, wenn ich bremse. Dann nicht. Hey, ich hab nicht mal Checkpoints. Huh? Was hast denn du ausgelassen? Ich glaub den im mittleren. Lol. Den dritten Check, deswegen warst du so schnell auf einmal da. Dann fahre ich noch falsch einmal rum. Ja, Mensch, da fährt man schon nach oben zum Ziel und dann kann man nicht mal durch. Ich hätte mehrfach sogar durchgekommen. Tja. Das ist peinlich. Naja. Nicht so peinlich wie in Isaac die Schaufel einsetzen, wenn man schon die Ebene geklärt hat. Ja, das war auch schön. Das war gar nicht schön. Jetzt übereinander legen müssen. Ja, mal gucken, ob du damit dann auch eine Ebene skippen kannst.
Schön, der Balken ist voll, aber ich kann noch nicht starten. Ja, bei mir ist auch gerade noch schwarz. Das ist das, was ich gesagt habe, dass mein Rechner manchmal komische Sachen macht. Ja, aber bisher hat er echt schnell geladen alles, das ist voll gut. Aber ich glaube, ich weiß, welche Strecke das ist. Oh ja! Die ist ein bisschen länger. Okay. Ja, wir sind ja gerade bei 5 Minuten, das passt. Das ist die, wo ich gesagt habe, die kann ich nicht schicken, dass wir es mit alten Rechnern nicht schaffen. Okay. Mache ich mich auch auf den Lex gefasst. Wobei ich weiß, wie man eine Kanne losfahren kann. Black Screen! Hurray! Es dauert nur Jahre, dann kommt sie gleich. Ja, es ist die größte Strecke. Wenn du die laden kannst, kannst du alle laden. Ah, sehr gut. Also bei mir ist schon da. Im Prinzip ist die Strecke schon geladen. Man muss sie nur noch fahren. Alles hier Kuchenblech-Mafia. Ja, der muss erstmal den Rechner zusammenpuzzeln. Du wirst sehen, warum. Sofort eigentlich. Mhm. Wenn sie denn mal lädt. Ich bin gespannt. Oh, okay. Wow, what? Oh mein Gott. So viel Gitter. Licht und Schatten 2. Ah. Licht und Schatten 1 war die mit dem Schneeauto. Snowwagen, ne? Ja. Ja, das war voll cool. Das war... bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Ja. Okay. Das war auch so eine... Alter, ich sehe nichts. Das war, glaube ich, die Strecke, wo ich auch dann mit OBS die ersten Testaufnahmen gemacht hatte. Licht und Schatten 2, 1. Mhm. Genau zu sein, habe ich die hier erst angefangen. Dann haben Wuti und Wuti einfach nicht fertig, da habe ich die andere mittendrin mal dazu gebaut. Das übliche Verfahren. Ach, fuck, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Heilige Scheiße. Ja. Gottes Willen. Hast du Scheinwerferlicht? Nee, ne? Nee. Nee. Ja, das ist nicht ein Problem. Da fehlt nämlich auch ein bisschen was an dem, was die Strecke schön macht. Okay, Scheinwerferlicht, kann ich das irgendwie einschalten? Oder müsste ich das eine Grafikeinstellung höher? Ja, okay, na, die sind aus. Uff. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Ach Gott. Ja, das ist schon ziemlich dunkel dann. Ja, bei mir ist heller, deswegen kann ich auch ein Stück besser fahren. Eieieiei. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mal sehen, wenn ich bei dir spectate, oder? Nee. Weil das sozusagen bei mir die Grafikeinstellung ist und nicht die Tatsache, ob es im Auto an ist oder nicht. Richtig. Okay. Sollte ich jetzt mal dazu sagen, dass das eigentlich nur als 1,5 Minuten Strecke geplant war? Ein wenig eskaliert ist. Ein wenig. So, jetzt sind wir im Lichtbereich. Das freut mich doch. What? Hilfe, okay. Das sieht aber auch. Ich mag diese Röhrendinger, aber das ist voll cool. Ach, Mann. Zweimal an derselben Stelle abgeschmiert. Das ist genau das, was mir damals so gefallen hat, als ich mir Trackmania geholt habe. Also, als ich es mir holen habe lassen. Nein! Boah, ich liebe das. Ach, Mann. Ja, du bist drin gekommen. Ja, ich war drin, aber. Nicht auf der richtigen Seite. Das ist doch nicht schwer. So, na bitte. Naja, dreh dich rum bitte, danke. Ja, passt doch. Muss ich nur aufpassen auf welche... Oh, fuck, da muss... Ja. Hab's gesehen. Da muss ich rum, um dann oben rum und dann da unten durch. Nein, nein. Dreh dich, bitte rechtzeitig, danke. Quasi einfach, ja, ich muss einfach hier runter, so. Ja, eigentlich sollte man Looping machen, aber es geht auch so, ja. Ja. Jetzt
Alleindeckung der Strecke gerade gar nicht über. Ah, fuck it. Zu schnell gewesen. Hier mache ich ein Looping, da ist es schön angenehm. Hier nicht. Und dann auch immer wieder, wo muss ich hin, da entlang? Immer wieder neue Elemente kennen. Die man noch gar nicht kannte. Ups. Oh, Alter, ich sehe gleich vor Geschwindigkeit nichts mehr, aber nicht vor Helligkeit diesmal. Eineinhalb Minuten, ja? Ja. Close enough. Nein, da ist doch eine Wand, ich hab's doch gewusst. Das konnte nicht so lange geradeaus gehen. Nee. Kostbar. Nein. Ach, hier hin. Ah, okay. Oh, fuck. Ob ich die nächste Wand erkenne. Ja, ich erkenne sie, aber ich bin schon geflogen. Hier ist auch eine. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, wahrscheinlich. Wand. Also langsam gewöhnt man sich dran. Ja, ich kann dich aber verteidigen. Das sieht also echt schlecht. Ich sehe das ja in deinen Grafikeinstellungen. Siehst du das bei mir auch in meinen Grafikeinstellungen? Fuck it. Ich kann jetzt gerade nicht auf dich wechseln, aus Gründen. Hä, bei mir hast du... Ich muss normalerweise 1-2 drücken. Ah, jetzt. Nee, du hast bei mir auch kein Licht an. Ah. Ah, es wird wieder hell. Licht und Schatten. Bin aber ein ganzes Stück hinterher. Fuck! Wieso, wo bist denn du jetzt? Gitter. Was, du musst doch vor mir sein. Gitter ist jetzt ein bisschen relativ. Also ich bin 46 Sekunden steht bei mir. Ach so. Aber ich hab dich doch, wo hab ich dich denn dann jetzt überholt? Kann doch gar nicht sein. An diesen Röhren, da bin ich 3-4 Mal sinnlos runtergefallen, ohne dass ich das irgendwie was retten konnte. Aber bei den Röhren warst du ja vor mir eigentlich. Nee, das ist ja runtergefallen. Ah, dann warst du gerade unten, wo ich vorbeigefahren bin wahrscheinlich, das kann sein. Ja. Sehr gut. Aber ich hab aus 40 Sekunden schon wieder 32 gemacht, also. Ich hab ja auch gerade einen Fail gehabt, deswegen. Außerdem kennst du die Strecken meistens, würde ich mal vermuten. Nicht so wirklich. Ja, bei so einer langen Strecke ist das schwer, die ganzen Kurven alles vorher. Ja, das ist natürlich richtig. Vor allem, wenn man sie nicht selber gebaut hat. Ja, selbst wenn man die selber gebaut hat. Ja, die ich selber gebaut habe, da weiß ich meistens noch so einigermaßen. Also zumindest jetzt bei den Gitterpart, da hast du eigentlich keine Chance. Oh, das ist so wunderschön. Mein Gott, ich fahre auch gerade wie der letzte Assi. So. Ich nicht. Nein, nee, nicht über den Checkpoint nicht. Rüber, du blödes Auto. Du fährst gerade nur wie gierig. Assi. So. Da hinten sehe ich doch die Wand schon. In welche Richtung geht's dann? Ah, die. Boah, wie lang ist das noch? Das Nein. ist jetzt das letzte Mal den Gitterteil. Yay. Ich frag mich, wie lange man die Strecke braucht, wenn man nur diesen Gitterabschnitt macht, weil der ist eigentlich relativ klein in der Strecke. Also vom Raum her. Okay.
Das ist ja alles in eine Ebene reingeprügelt, ne? In einen Block. Richtig. Man fällt auch immer kreuz und quer. Das muss man auch erstmal bauen können, meine Herren. Ja, das hat lange gedauert. Die Strecke hat gut und gerne mit Planung, Überlegung und alles vielleicht 30 Stunden oder so. Alter. Das ist aber mit Abstand die längste, wo ich je gebaut habe. Außer die Labyrinthstrecke. Die kann auch noch in der Richtung sein. Das ist aber schon krass. Ansonsten, so 2 bis 4 Stunden muss man schon rechnen, wenn man eine Strecke baut. Also wenn man die ganze Platz da verbaut. Vor allem, wenn man noch ein bisschen Deko macht. Alles. Boah, ich sehe dich schon wieder, das ist nicht gut, aber gut, das heißt noch nichts, weil wir sind hier im Gitter. Was? 6 Sekunden? Nee, Moment, wo? Nee. Hab mich gerade verguckt, da steht 10.06. Nee, doch, hier plus 9, was? Ja, ich bin wieder ein Stück näher ran. Wie geht das denn? Fahren. Ah, da sehe ich dich schon wieder hier auf der anderen Seite. Ja, und dank dir weiß ich, dass ich hier jetzt rum muss. Bleib mal weg hier. Nee. Dann halt nicht. Ah, ich sehe über. Wow, jetzt habe ich gar nichts gesehen. Alter. Hier irgendwie durch? Ja, anscheinend. Keine Ahnung. Ja, schräg zum Checkpoint. Genau, hier entlang. Ah, hier. Holy shit. Was machst du denn für Sachen? Oh, was? Da ist er schon. Das gibt's doch nicht. Abschießen. Ja, los, Rakete, Panzer. In das Fall-Duell, so ein Rennspiel, das ist wie Mario Kart, da kannst du in so einen Van auch 7 Waffen reinpacken. Das ist auch sehr cool. Nice. Ach nee, hier wieder Mist. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch schon beleuchtet bei ihm ist. Das muss ich mir nachher. Ja, ob jetzt der Effekt der Strecke zum Gelten kommt. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr sagt, das sind irgendwelche extra Einstellungen, dann. Ach, jetzt fahre ich zum zweiten Mal gegen dieselbe Wand. Unglaublich. Aber diesmal habe ich mich nicht gedreht. Ja, die war ja beim ersten Mal vorgeschwächt worden. Wow! Das ist da hell. Ist er geflogen. Und hier ist jetzt ein Effekt oder wie oder was? Ja, von dunkel ins helle halt. Achso, ja, doch, das würde ich schon sagen, dass das rüberkommt. Ist nur die Frage, wo ich hin muss. Ach, hier sind Pfeile. Nein, dreh dich! Gott, wo war der letzte Checkpoint? Okay, da oben. Hä? Hier rum? Achso, nochmal ins helle, okay. Jetzt ist schön hell. Ich war trotzdem gegen die Wand, weil jetzt kann ich keine Ausreden mehr bringen, dass ich einfach nur schlecht bin. Ich hoffe, du siehst, wo du lang machst. Ja. Es ist minimal angezeigt. Wow! Toll. Komm ich da wieder raus? Oh, Alter, sieht das cool aus da unten. Aber ich bin leider runtergefallen. Das sah schön aus mit den ganzen Lichtdingern da unten. Ja, und das hat auch sehr lange gedauert. Weil sich Lichteffekte überlagern und das tut die Bauzeit verlängern. Ah, okay. Wegen Schattenberechnung. Krass. Und das wird wahrscheinlich wie Saule. Ja. Ich glaube, hier steigt sogar OBS kurz aus. Oder? Ein bisschen? Nee, sieht sogar okay aus. Ah, da ist er ja. Dann kann ich ja durch. Da hat noch eine Minute Zeit. Ich glaube, das ist je nach Länge der Strecke, oder? Wie viel Zeit man dazu bekommt. Das richtet sich nach der Goldzeit, meine ich. Ah, okay. Puh! Ja, wir sind wieder bei 20 Minuten. Ich denke, ist die nächste kurz? Oder eher lang. Oh, neues Bild. Muss ich erstmal gucken, was ist denn das für eine? Ah, die ist. Da muss man nicht alle Runden fahren, dann geht's. Also machen wir die noch in dem Part. Ja. Ja. Okay. Ach, hübsch wieder hier. Hä?
Warum habe ich jetzt dieses Auto? Weil ich das da reingesetzt habe. Ach krass. Das heißt, ich habe jetzt die Strecke, die schöne Ausseestrecke und das schöne Auto zum Fahren. Ja, ich bin auch. Das hat jemand mal gemacht, das kann man sich im Trackmania Forum irgendwo finden. Hat da jede Strecke mit jedem Wagen ungefähr. Ach krass. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss sozusagen immer das eine Auto für die... Das stimmt nicht. Du hast doch schon mal eine Strecke mit den Snowwagen gefahren. Eine Stadium. Oh, das kann sein. Ja, das stimmt, ja. Ach, cool. Aber ich wusste es natürlich nicht mehr. Ich merke mir ja nichts. Warum auch? Mathematiker müssen nur verstehen, nicht auswendig lernen. Oh, das würde ich so nicht sagen. Da gibt es durchaus einiges, was man... Ach, scheiße. Was man lernen muss. Es ist zwar, das Verständnis ist schon sehr wichtig, also es bringt nichts, wenn man es nur gelernt hat. Man muss es auch verstanden haben, aber... So ganz ohne auswendig lernen haut das leider auch nicht hin. Nee. Hatte ich dich fast erwischt, aber warst wieder weg. Na, dann gebe ich dir noch eine Runde. Nein, nichts, nicht eine Wiese. Schön an ihm vorbei. Gleich, vielleicht irgendwann. Demnächst. Ja. Ich warte. Ich komme. Nein, nicht in die Wiese. Mist. Immer wenn ich ein bisschen aufgeholt habe, dann mach ich nur Scheiße. Das ist typisch fürs Verfolgen. Dann will man ein bisschen zu viel und dann geht's daneben. Richtig. Aha. Nein! Ich ist gerade so schön hingeblieben, oh. Das wäre eigentlich eine schöne Chance gewesen. Aber du musstest mir alles nachmachen. Natürlich. Danke. Ja, bitte. Du bist mein größtes Vorbild, wenn es ums Hängenbleiben geht. Ja, ich merke. Du bist richtig schön hängen geblieben. Ja, hat er gewonnen. Mist. Dann. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.